Wir sind hier beim Wachposten des Szenarios. Da drüben steht immer noch Behüterin Leser O. Elun sei mit euch. Wir geben erstmal die Quest ab. Graf Ungulas Beißwerkzeug. Ja. So, Sporlinge beobachten. Untersucht das Pilzgeflecht in den Zangamarschen und berichtet danach Behüterin Leser O im Wachposten des Szenarios in den Zangamarschen von euren Beobachtungen. Ascha Feller. Was haben wir hier? Glückhappe. Ja, die Glückhappen werden wir noch brauchen. Haben wir bisher 3, da brauchen wir viele. Später. So, da drüben kriegen wir auch noch eine neue Quest. Wir müssen erstmal darüber, da ist das Pilz geflasht. Hier drüben. Und da drüben ist ein Sporling. Sporiger. Phasen. Hallo. Die Misere der Sporlinge. Phasen im Pilzgeflecht möchte, dass ihr 10 reife Spornbeutel sammelt. Und natürliche Feinde. Bringt 6 Sumpflautranken zu Phasen im Pilzgeflecht in den Zangamarschen. Die haben wir auch schon gesammelt. Die können wir auch direkt abgeben. Natürliche Feinde beenden. Sporiger hat sich verbessert. So, wir müssen jetzt hier, also die sind uns noch gegenüber unfreundlich eingestellt. Wir müssen jetzt noch hier Spornbeutel sammeln. Da kann man nichts machen. Doch, da ist auch einer. Okay. Pilzgeflecht untersucht ist abgeschlossen. Gut. Boah, hier sind wieder eine Menge Leute unterwegs. Da ist einer. Da drüben ist einer. Und wir müssen bei den Ruf sammeln. Dann bekommen wir nämlich da auch Quests freigeschaltet, wo uns auch die Quests in den tiefen Sumpf führen würden. Da ist halt wirklich praktisch, wenn man vorher schon weiß, was man später für Questgegenstände braucht. Weil früher zum Anfang, ich habe alles verkauft, was ich nicht gebraucht habe. Und wenn du dann eine Quest kriegst, ja, sammeln 6 hier Sumpflord-Ranken, ja, toll. Darfst du schon wieder Sumpflords killen, bis zum geht nicht mehr. So, da ist eins, da drüben ist eins. Da ist eins, dann brauchen wir nur noch eins suchen. Okay, da ist auch eins. Gut, wir haben alle. Wenn uns das keiner wegnimmt. Da vorne wäre auch noch eins gewesen. Ich glaube, wir können danach eh keine mehr aufnehmen. Wenn wir alle 10 haben. Doch, könnten wir. Egal, brauchen wir nicht. So, wir können ja mal kurz beim Ruf gucken. Sporiger. Unfreundlich. 7. Wir brauchen noch über 1000. Hallo. Bitteschön. So, und dann können wir nur noch über killen. Wir haben jetzt Ruf. 300 wären 20 Mobs. Können wir von denen noch mehr abgeben? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich
Ich bin mir aber nicht sicher. Und wenn nicht, müssen wir halt Kumpflor tranken. Sammeln. Wir kriegen ja auch noch Ruf, wenn wir hier die killen. Also 15 Ruf, glaube ich. Ja, 15 Ruf kriegen wir pro Mob. Ich sammle hier einfach mal, weil ich glaube, wir können da noch mehr abgeben. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür 750 Ruf wieder bekommen. Essenz des Lebens haben wir bekommen. Okay. So, wir haben jetzt wieder 5 Stück. Okay. Komm mal her, mein Freund. Ja, das Blöde ist bei den Sumpflertranken, kommt man halt auch nicht immer die, die man braucht. So, da drüben ist ein Ding. Den noch. Ja, wir gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall den Ruf hochbringen. Und wenn wir halt 20 Mobs killen, müssen wir mal 20 Mobs killen. Mir jetzt auch scheißegal. Achso, wir können die ja. Kräuterkundlern. Hallo? Ja, greifst du den an. Ist mir egal. So, hier hinten noch irgendwas. Da ist noch einer. Ich muss mich auch mal wieder heilen. So, das da drüben hole ich mir. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 7. Okay. Dann gucke ich, dass wir jetzt noch 3 Stück sammeln, abgeben. Vielleicht kriegen wir wieder 750. Kann aber auch sein, dass wir nur 250 Ruf bekommen. Ich sag mal, wir haben hier bei denen ja richtig Pech momentan. Wir haben jetzt schon 5 Stück gekillt und haben noch nicht einen Sumpfler dran bekommen. Und da kriegen wir die ganze Zeit nur unbekannte Pflanzenteile raus. Schlimm. So, 1, 2, 3. Kann halt auch sein, dass wir wirklich nur noch für die Sumpflertranken Ruf kriegen. Was ist da gewesen? Dabei irgendwas zum Kräuterkunden.
Zottelkappe. Nimm mal mit. Unsere erste Zottelkappe, die wir abbauen können. Fehlschlag. Fehlversuch, ja. Ja, war mir irgendwie klar. Unbekannte Pflanzenteile, Zottelkappe. So, da drüben waren glaube ich noch zwei, die holen uns und dann geht's zurück. Ansonsten können wir die Dinger nämlich auch ins Auktionshaus setzen und da verkaufen. Wo waren die zwei denn da drüben? Er sieht mich nicht. So, kennen wir den hier noch. Was haben wir hier? Glühkappe. Ja, das mit den Glühkappen ist teilweise recht nervig, weil du sie halt immer auf der Minimap angezeigt kriegst, die dir aber keine Punkte dazu geben. Die Glühkappen sind nämlich dann Questgegenstände für die Sporiger. Oh, wir haben eine Sumpflautranke. Komm, weg mit. Wir haben keinen Platz mehr in den Taschen. So, das Ding holen wir uns auch noch. Das holen wir uns auch noch. Ja, falls wir wirklich nur 250 Ruf bekommen. Obwohl, das müsste ja eigentlich reichen, oder? Ruf. Wir brauchen noch 220 Ruf. Also müsste reichen. Und, ja, sehr schön. Bitteschön. Neutral eingestellt. Sporiger. Geht nach Sporiger nördlich von Pilzgeflecht und bringt die geborgenen Spornsäcke zum Schiefen. Inventar ist voll. Komm, der Geisterpilz ist einer weg mit. Sporiger, bitteschön, annehmen. Gut. Also, wir müssen jetzt nach Norden. Das wäre da. Und da bekommen wir nämlich auch noch weitere Quests. Ich würde heute schon, weil es ist heute meine letzte Aufnahmesession vor den Sommerferien, ich würde heute schon gerne die Zangamarschen vom Questen her abschließen. Alter, warum jedes Mal benommen? Mann, zum Kotzen. So, und hier ist Sporiger. Also hier. Wir können die Quest hier drinnen abgeben. Hallo. Bitteschön. Hier können wir dann auch Glühkappenpilze abgeben. 10 Stück brauchen wir davon. Wir haben ja bisher 3, glaube ich, gesammelt. Ja, 3. Und hier drüben gibt es noch weitere Quests. Die werden wir wahrscheinlich nicht annehmen. Besorgt einen tiefen Sporenfarn und bringt ihn zu Chu in Sporiger in den Zangamarschen. Das ist Quest für Tiefensumpf. Fruchtbare Sporen. Sammelt 6 fruchtbare Sporen von den Sporenseglern und den Marschenläufern der Zangamarschen und kehrt danach zu Xaf in Sporiger zurück. Dafür bekommen wir eine Glühkappe. Wir haben bisher
2 fruchtbare Sporen gesammelt. Und die Quest hier führt uns auch wieder in den tiefen Sumpf. Tötet die Mutter, bringt das Gehirn der Schattenmutter zu Knicks in Sporiga in den Zangamarschen. Ist ein Schmuckstück. Hier zum Beispiel stellt 200 Gesundheit wieder her, wenn er ein Ziel tötet, das Ehre oder Erfahrung oder Ehre gewährt. Hier Mana. Ich nehme die Quest mal an. Es kann nämlich sein, dass ich offscreen in den tiefen Sumpf nochmal reingehe. Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder.